Schrill, laut und mit voller Inbrunst hat Kimberly Guilfoyle, Freundin von Präsidentensohn Donald Trump Jr., für die lauteste Rede auf dem Parteitag der Republikaner gesorgt. They want to destroy this country and everything that we have fought for and hold dear. They want to steal your liberty, your freedom. They want to control what you see and think and believe so that they can control how you live. Der bizarre Auftritt der ehemaligen Staatsanwältin sorgte in den sozialen Netzwerken für Spott. Manche verglichen sie mit der bösen Ursula, der Antagonistin aus Ariel, die Meerjungfrau. Beim Lincoln Project ließ man sich zu einer Neuinterpretation von Edvard Munchs Der Schrei hinreißen. America, it's all on the line. President Trump believes in you. He emancipates and lifts you up to live your American dream. So sehr sich Guilfoyle auch bemüht haben mag, richtig ernst wurde sie in den sozialen Netzwerken nicht genommen. Fighters for freedom, liberty and the American dream. The best is yet to come. Dieser Social-Media-Nutzer konnte keinen Unterschied zu einer nordkoreanischen Nachrichtensprecherin feststellen. Trotz all dem Spott ist zumindest eines klar. Mit ihrer Rede ist sie auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. President Trump is the leader who will rebuild the promise of America and ensure that every citizen can realize their American dream. Ladies and gentlemen, leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come.